Oh Gott, noch mehr Groteske. Die noch teleporten können, was soll denn das? Aber wir machen es anscheinend nicht. Das war jetzt nicht so geplant. Also die wurden gerade irgendwie von der Wand erschlagen, die ich durch Zufall vielleicht irgendwie getroffen habe. Naja. Jetzt, wie ich für Heiltränke jetzt hier liegen. Lächerlich. Als Nahkämpfer könnte man die natürlich schon im Kampf benutzen, die Heiltränke, aber... Da ich ja Fernkämpfer bin, nutzt mir das nicht so viel. Natürlich sehr bedauerlich, dass der Effekt vom Bogen, also der magische, dieses Verlangsamen noch vom Eisschaden, dass das nicht bei dem hier wirkt. Also sonst wäre es auch echt ein bisschen dolle stark. Hätten wir überhaupt nichts entgegenzusetzen. Oh, wer seid ihr denn? Geisterhafte Totengräber. Nee, grausige Totengräber. Ich sollte richtig lesen. Naja, ist ja auch schon 1:36 Uhr. Da darf man ja mal ein bisschen sich verlesen. Hallo. Ja. Naja, ist irgendwie so... sind so semi... Umgebungseffekte, die ich hier drauf habe. Ich hoffe, ich bin jetzt falsch abgebogen. Ich nehme mir mal gerne den kompletten Dungeon mit. Da bemühe ich mich ja nach Händen und Füßen immer den falschen Weg zu gehen, sodass ich auch alles sehe. Hallo. Oh, 33 haben wir schon. Aua, wer hat denn hier Rückschlag? Also diese Fallen setze ich echt ein bisschen dolle selten ein, weil ich die halt irgendwie für unnötig halte. Ausbalancierte Keule. Was zur Hölle balanciert man denn an einer Keule aus? Also, dass man Schwerter ausbalanciert, weiß ich ja, aber an einer Keule? Geht mir gerade irgendwie die Fantasie. Was, ans Level? Ich mich auch, aber geht ja nur bis Level 13. Rauchwolke kann ich jetzt. Aktive Fähigkeit. Muss ich dann mal gucken, was das ist, aber erstmal muss ich hier... Spürt meinen Zorn. 10 mit einem... Also mit der Magierin habe ich schon mehr geschafft mit einem Schlag. 20 Monster getötet, 100 XP. Das lohnt sich jetzt schon fast. Also auf Level 1. So. Inventar. Ich habe jetzt eine tolle magische Axt. Der Hammer. So, ich kann jetzt hier... Statt Krähenfüße kann ich jetzt Rauchwolke. Macht euch kurzzeitig unsichtbar. Hey, das ist nicht schlecht. Schattenkraft. Na gut, so weit kommen wir nicht mehr. Hakenstache. Naja. Moment, mal testen. Weil es einsatzbereit ist. Kurzzeitig unsichtbar ist natürlich immer schön. Ach, verdammt. Ha, naja. So kurzzeitig war das gar nicht. Also, eine Sekunde war das schon. Und tot. Dieses Dauerfeuer, Ungeheuer hier. Erprobte Keule, ne? Ah. Möchte man eigentlich schon haben, dass wenn man so... Oh, wenn man seine Keule hat, dass die schon erprobt ist. Wie kommen denn hier noch? Mein Gott. Oh, kein Massaker-Bonus. Also irgendwann erwartet man das auch schon, dass man hier noch Bonus kriegt für massenhaft niedergestreckte Gegner. Wenn da nichts kommt, ist man schon ein bisschen enttäuscht. Weil es nur 9 Gegner waren oder so und das noch nicht zählt. Ich sehe immer noch aus wie Rotkäppchen, ganz ehrlich. Ich brauche einen vernünftigen Helm. Und das ist übrigens die entweite Krypta 2 und ich habe leider jetzt was verpasst und zwar da. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Ich habe das Gefühl, die Krone ist in der Nähe. Ja, ja, ich habe auch das Gefühl. Total. Als hätte ich das alles schon mal gesehen. Das mit diesem Seelengefäß war echt cool, da. Ach so. Das ist übrigens nicht der Gegner, sondern das ist einfach nur irgendeiner. Macht das mehr Schaden? Ja, das macht dir mehr Schaden. Alter, hat relativ viel Schlagreichweite. Das ist mir auch schon mit der Zauberin aufgefallen. Lindene Armschiene. Na super, ich möchte einen verdammten... Ah. Heilkugeln gewähren 17 plus Leben, naja. Grabstätte des Kanzlers, ja, ja. Storytechnisch suchen wir jetzt gerade die Grabstätte des Kanzlers, weil da hat nämlich die Krone, die müssen wir Leoric aufsetzen, damit wir den wiederbeleben können. Leoric ist der Skelettkönig. Und der, ja, den müssen wir wie endgültig töten, warum auch immer. Das ist so wie ein Anliegen und deswegen, müssen wir Leoric erstmal wiederbeleben, damit wir ihn danach töten können.
Aus irgendwelchen undurchsichtigen Gründen. Oh, guck mal, ein Grabwächter. Und noch mehr Kleinvieh. Dauerfeuer, Ungeheuer. Oh. Nee, noch ein Grabwächter. Also die Grabwächter soll man so früh wie möglich töten, weil sonst wird es halt einfach nervig, wenn die in der Bande, weil... Achso. Weil die beschwören halt immer... ja, Skelette. Und man sollte vielleicht nicht so im Zauber drinstehen. Die Grabwächter selber halten noch nicht viel aus, nur man trifft die halt nie, wenn man nicht rankommt. Habe ich nicht drei Lebenspunkte kriegen? Oh, 13 Monster erledigt. Naja. Ich wüsste ja gerne, ob was passiert, wenn man so 50 umnetzt, weil man das irgendwie durch Zufall hingekriegt hat. Ob das denn einen richtig krassen Erfahrungsbonus gibt oder ob sich das nicht exponentiell steigert. Übrigens hier, Friedhof der Verlassenen. Aber nee, das wäre jetzt Quatsch. Weil wir wollen ja noch schließlich noch die Krone haben. Das wäre jetzt ein bisschen doof, wenn wir jetzt einfach gehen wollen. Hallo, Kanzler. Nein! Ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Musst du aber wohl. Bin ich ihm gerade ausgewichen? Aber übrigens, guck mal hier. Ach schade, jetzt meine Taktikenergie schon alle. Vampir auf der Kurzstab, der... Ja, genau, jetzt finde ich die Stäbe oder was? Letztes Mal habe ich die verzweifelt gesucht. Hab geflucht. Hab ich gerade schon wieder gelevelt? Nee, oder? Wenn, wüsste ich nicht wann. Nee, das war ja eingefangener Schuss. Nee, 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 ich bin nicht gelevelt. Ich bin immer noch... Oder doch? Schnellfeuer? Nee, nee, nee. Chakram, Rauchwolke? Nee, nee. Welches Level bin ich jetzt eigentlich gerade? 8? Doch schon. Ach, ich sollte die Krone vielleicht auch noch mitnehmen. Hey. Ach, jetzt habe ich Stadtportal. Genau, so war das. Stadtportal zaubern dauert echt ewig. Aber es geht. Man zaubert, also das Portal hier in der Stadt ist es, aber so zaubert man sich weg. Aha. Der Hammer. So, hallo Schmied. Also mein Gold generiere ich übrigens durch Pfund. Und also man sieht ja, irgendwie kommt der Gold rein, trotzdem, trotz allem. Ja, hier magischer Stab wäre zwar super, könnte man sicherlich tauschen, wenn man einen Multiplayer spielen würde, mache ich aber gerade nicht. Oh, warte mal, was? 14? Ach nee, ich habe 16. Ja, magische Armbrust war jetzt nicht so doll. Hat der nicht lange gehalten. So, dann machen wir uns jetzt schnell noch eine Fellhose. Nee, ich hätte gerne eine Haube. Nee, könnte ich eh nicht benutzen. Bin ich Stufe 10, verdammt. Fellhandschuh des Lehrlings. Bin ich Stufe 10, verdammte Hacke. Kann ich denn nichts herstellen, was mein Level ist? Ist ja doof. Ich hätte ja gerne einen Schulterschutz, genau. Ein Ledermann, bestimmt Stufe 11, genau. Aber ich kann Stiefel machen. Na, machen wir die einfach mal. Die kosten mich wie viele Essenzen? Ach, egal. 4. Also ich glaube, den Schmied zu leveln ist nicht in jeder Situation gut. So, 3 Geschwindigkeiten. Nee, naja, von mir aus. Machen wir das einfach mal. Die haben auch keine Absätze, die Schuhe. Sonst können wir die anderen hier verdicken. Zack, bam, weg. Können wir noch eine Waffe? Nee, warum? Was ist eigentlich ein Lederköcher? Also, ach so, ich kann zum Bogen, kann ich noch extra nochmal extra Pfeile machen oder was? Böde ich einen Bogen. Ach so, verstehe. Diabo? Spatel? Das ist wahrscheinlich vom Hexendoktor oder so. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ach doch. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Okay, dann reparieren wir. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Ja, finde ich auch. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Gut. Ich habe genug vom Schaufeln, Schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Hab ich jetzt dann Krone sind schon? Wir Verbündete. Jede Waffe, die ihr schmiedet, wird mir ja dienen. Ja, super. Ja, das kann ich mit ihm reden, möchte ich aber nicht. Das rede ich nochmal mit Deckard. Wie kann ich die Krone bla, verwenden? Bla, 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 bla. Jetzt geht's zurück nach Tristram. Quatsch, zur Kathedrale. Was ja eigentlich ein Tristram ist. Leorics Korridor. Achso. Genau, jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt können wir hier unten die Tür aufmachen. Oh, scheiße. Also um 2 mache ich Schluss. Und es sind ja noch 1,5 Stunden Aufnahme. Das geht doch relativ viel.
Also ich glaube, ich werde es eh nicht schaffen, aber es wird damit enden, dass ich Olle Leoric umhaue und dann steht da, das war jetzt die Beta und ich bin nur wahrscheinlich gerade mal Level 10 oder so. Naja. Also wenn man sich Zeit lassen würde und sich wirklich alles angucken und wirklich mal ein bisschen auf Loot auslegen würde, würde man vielleicht Level 11 oder 12 werden. Aber 13 wäre echt schon eine Leistung. Ich hätte, wie gesagt, halt gerne mal einen Bogen, der auch Schaden macht. Meine Zauberin hatte halt einen deutlich besseren Bogen als das, was ich hier habe. Alter, kipp um. Boah. Das ist ein bisschen lächerlich, was ich hier habe am Bogen. Oh. Vielleicht hat der Grax da unaussprechliche Schrecken was für mich. Ich brauche mehr Zeit. Wie ich auch unsichtbar angreifen kann. Das ist echt, na gut, Taktiken regenerieren sich wirklich nicht so schnell. Ha! Unsichtbar an die Schlichten. Dauerfeuer, Ungeheuer, Ungeheuer. Man sieht übrigens auch die Taumportalrollen, die da rumliegen und die... Ja, siehst du, ich hab ganz am Ende vom Kapitel hier habe ich Identifizierungsrollen gefunden. Quatsch, nicht Identifizierungsrollen, aber Gegenstände, die identifiziert werden müssen. Aber ich habe bis jetzt noch keine Identifizierungsrolle gesehen. Das war echt ein bisschen ärgerlich. Weil ich da halt zwei magische Gegenstände habe, mit denen ich noch nicht so richtig was anfangen kann. Ja, 7 Objekte zerstören ist das Minimum. Und das bringt halt genau 7 XP und das ist deswegen irgendwie ziemlich sinnlos. Aber immer schlage ich Fässer, das ist ja schön. So, hallo, Lachdan 2. Es war Lazarus. Dessen ja, ja. Bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör. Und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus der Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Ja, also die... Da muss man übrigens keine Angst haben, dass man da irgendeinen Text verpasst. Das ist, es gibt mehr als, glaube ich, insgesamt 5 Texte. Und die Schreiberpulte... Es gibt halt mehr Schreiberpulte als Texte. Und wenn man halt zu viele hat... Ja, und die Texte kommen halt auch schön in Reihenfolge. Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Ah, die Szene kann man sich hier auch gleich nochmal angucken. Also so weit kommt es nicht, aber man hätte sie sich nochmal angucken können, wenn man denn so weit gespielt hätte. Und tot, und tot, und tot, und tot, und tot, und tot, und tot. Alle weg. Ach ja. Ja, unter großem Kummer vor allen Dingen. Ja, also hätte ich vielleicht erst da hochgegangen und danach in den Seitenkorridor hätte ich halt... Hätte ich die Texte halt in anderer Reihenfolge gefunden. Übrigens, hier ist der schwarze Stern wieder. Oder der weiße. Oder der gefallene Stern. Stirb, du komisches Vieh. Ja. Das ist echt ein Problem, wenn da mal zigtausend Skelette vorstehen, man einfach nicht rankommt. Massaker. Hm. Ja, was das sollte, ob das irgendwie motiviert. Also, ja, ein bisschen motiviert tut es ja schon, aber... Macht das Spiel halt noch schneller, dadurch, dass man so Mist hat. Oh, da unten steht eine Truhe, da will ich natürlich sofort ran. Ich vermute auch gar nichts Böses. Guck mal, eine Arschfledermaus, blau. Wobei ein blaues Vieh ist, sind meist noch mehr blaue Viecher. Die haben relativ viel Lebenspunkte, die Viecher, also. Halten viel aus. Wie ich hier auch nur Nahkampfwaffen finde. Verdammte Hacke. Ich will doch nur einen Bogen haben, einen guten. Vor allen Dingen einen schnellen. Übrigens ist alt nach wie vor. Achso, jetzt sind die Dinger. Ja, wie er es geschafft hat, innerhalb von einer Sekunde noch die Viecher zu beschwören. Weniger als eine Sekunde. Mann, 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 Mann. Schlimm, schlimm sowas. Ja, also Alt-Taste ist Gegenstände auf den Boden drücken, aber eigentlich, also man muss sie nicht mehr gedrückt halten, die Gegenstände bleiben nur für 10 Sekunden aufgehellt. Mit einem Pfeil hier den kaputt machen, finde ich auch immer noch sehr hervorhebenswert. Naja. Minderwertige Lea-Kapuze. Ich glaube, grau heißt sockelbar, oder? Nö, heißt einfach nur, dass das Ding schlecht ist, alles klar.
Wer lacht denn hier? Achso, ja. Die machen tatsächlich auch Schaden. Stirb, du Grabwächter! Aber immer noch recht schnell hier unterwegs. Ich will jetzt endlich einen verdammten Bogen finden. Also einen guten Bogen. Oh, was ist das denn? Ach so, der Mist hier. Ja, da kommt mal mehr Viecher, wenn man, bis man die drei Säulen von diesem Ding hier kaputt gehauen hat. Also jetzt. Jetzt kommt keiner mehr nach. War ich beim ersten Mal ein bisschen verwirrt, weil ich die dritte Säule nicht so wahrgenommen habe. Die stand in der Situation wie ganz doof hinter so einer Steinsäule. Ja, außergewöhnliche Keule, so außergewöhnlich finde ich die gar nicht. Und dann war ich halt verwirrt und habe das nicht hingekriegt. Ich hab's hingekriegt durch Zufall, weil ich halt Zauberin war und einfach doof in die Gegend gezaubert habe. Aber so ganz vollgenommen habe ich halt nicht. Oh Mann. Schon wieder ein Massaker. Busterleder Wams. Ah, die ganzen Fässer zu liegen macht ja auf jeden Fall total viel Spaß. Schreiberpult, lacht an vier. Ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinen König zu ehren. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, manifestierte er sich als grässlicher Skelettdämon. Gorash und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt. Doch ich kämpfte weiter. Ja, sehr kurz die Tagebuchanträge. Ja, das habe ich mit der Zauberin auch gemacht. Diese ganzen Skills, die eigentlich Mana, also das Äquivalent zu Mana brauchen, mehr dafür eingesetzt, um welche Kisten kaputt zu machen, was einfach viel schneller geht. Als alles andere. Ja, wie sind die Levels immer gleich aufgebaut, habe ich fast das Gefühl. Ich könnte fast meinen, das sah letztes Mal exakt Momente genauso aus. Bin mir da natürlich nicht 100% sicher und kann so nicht sagen, ob es an der Beta liegt. Aber früher war halt die Stärke von Diablo halt die zufallsgenerierten Level, die trotzdem irgendwie gut aussahen. Weil sie so mehr so wie semi-zufallsgeneriert war, also in einer gewissen Form halt. Aber trotzdem immer überraschend waren. Oh, da kommt ja einiges. Ach ja, da unten ist dann der Templer. Also der gibt sich natürlich nicht sofort als Templer aus, aber... Haltet eure Zauber aufrecht! Ave Magistros, Ave Registros, Ave Leodastus, Ave Menda... Ich bin frei! Hä? Letztes Mal habe ich da wie wild reingezaubert und dann war der halt auch frei, aber... Tja, naja. Zurück zu meiner Mission. Achso, das muss ich noch ansprechen. Hier, was ist denn deine Mission? Wer seid ihr? Bla 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 bla. Das werdet ihr weiter fahren und dann holt mir erstmal eine Ausrüstung zurück. Was führt euch an diesen höllischen Ort? Ich muss den Skelettkönig töten. Dann sind unsere Ziele dieselben. Toll, oder? Ach, nur das Gold verwertbar. Ich muss echt einen starken Bogen haben, da ich so eine halbwegs massive Holztür kaputt hauen kann. Aber immerhin kann ich in die Bücherregale. Oh, dafür gibt es wieder Bonusbrecher, was ich zerstört habe. Aber die Pfeile fliegen hier. Ist ja fast hier wie in Wanted. Was, Wanted? Ja, ich glaube, es war Wanted, wo die Kugeln um die Ecke fliegen können. Hier sind halt die Pfeile. Die Kultisten haben mich an dieser glühenden Grube vorbeigezerrt. Wie ist sie entstanden? Ich werde es schon bald wissen. Dicker Stern ist hier reingefallen. Da sind meine Waffen. Ja, das sah letztes Mal auch... Er darf sich nicht bewaffnen. Das sah letztes Mal genau so aus. Ja, ich bin Cormac, Krieger des Templerordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Naja. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Doch, mehr Loot. Ich ziehe es vor, allein zu sein. Aber in eurem Fall mache ich eine Ausnahme. Das sieht immer lustig aus, wie alles zusammen auseinanderfällt. Vor allem das Geländer. Die Kommandlerkeit. Also die Zauberin war erheblich schnippischer. Die hat halt irgendwie hat mehr Spitzen geliefert. So. 55, verdammt. Ja, die Suchtspirale funktioniert ja gar nicht schlecht. Kann man ja. Muss man ja zugeben. Man will ja immer sehen, wie es weitergeht. Immer den nächsten besseren Gegenstand noch kriegen.
Weil ich, wie gesagt, gerne nochmal entweder eine zweite Handarmbrust hätte oder gern wissen noch ein vernünftiges. Oh, na endlich. Ha. Oh, 15 Schaden ist natürlich schon echt nicht schlecht so. Nein. Okay, das ist natürlich eh. Wenn ich jetzt noch eine zweite Handarmbrust hätte, die ordentlich Schaden macht, wäre ich natürlich noch glücklicher. Aber die macht schon 15, ist eigentlich gar nicht schlecht. Jetzt brauche ich nur noch Gegner. Schaden hätte ich gerade im Rennen, muss ich sagen. Mann, wieder mal Viecher vorstehen. Unglaublich. Bleib stehen. Was stand da gerade? Der ist Rückkehrer? Und Schlagring. Das ist übrigens was für den Mönch. Weiß ich schon aus Erfahrung, Brustschutz nicht so cool, Faustwaffe, ja, ist der Schlagring hat, magische Stiefel, Heilkugeln, bla, doof. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Doch so. Der Wille eines Templers ist stärker. Ach, naja, nee, doch, ich renne jetzt. Guck mal das andere nochmal kurz an. Das war, glaube ich, nicht so weit. Ja, der Wille eines Templers, der ist ein bisschen fanatisch, der Typ. Also, der ist, hat doch keine Freunde. Hat ja noch Brüder. Ja, ganz klasse Typ auf jeden Fall. Ja, hier ist gar nichts. Hat sich ja voll gelohnt, wieder nochmal zurückzugehen. Lederkapuze. Ah, da geht's runter. Ebene 4 und dann kam, glaube ich, schon der Skelettkönig. Ihr wart ein Templer, Yonda. Wie konntet ihr diesem Zirkel erliegen? Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Also er zaubert irgendwas, aber ich krieg davon nur die Hälfte mit, weil ich irgendwie woanders stehe. Mann, jetzt stopp halt. Junge! Ach, da geht er down. So, jetzt will er bitte um Verzeihung. Vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann nicht vergeben werden. Stiefel des Löwen. Danke für eure Hilfe. Ich werde euch auf eurer Jagd nach dem Skelettkönig begleiten. Allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Nun gut. Ich habe ohnehin keine Verwendung für Bücher. Wohlan denn, Skelettkönig. Nehmt euch in Acht. Darf ich das noch bestätigen? Ja, möchte ich mitnehmen. Es ist gut, wieder mit euch zu kämpfen. Hä? Achso. Also, die Zauberin hat dann gesagt, ja, aber ich möchte wissen, vorher nochmal kurz reingucken. Sie hat anscheinend keine Ja, okay, die Level sind immer gleich, es war das Level sah original genauso aus. Aber der aber hier sieht es aber effektvoll aus, wenn ich rumballere. Aber immerhin sind die Monster, die da rumstehen, andere. Letztes Mal waren hier so eine dicken Viecher. Oh, guck mal, die schießen zurück. Sag mal, greifen die Dinger eigentlich langsamer an als? Ne, 1,6 Angriff, die sind schneller als der Bogen. Ach, glaube ich nicht. So, jetzt hätte ich gerne noch, gerne noch eine Einhandarmbrust, die genauso viel Schaden macht. Oh, guck mal, eine Ernte. Guck mal, ein Buch. Noch ein Lachtern vor. Teil 5. Und nun wandere ich, verflucht durch meinen einst geliebten König. Das Böse nagt an meinen Knochen. Und ich drohe, ihm zu unterliegen. Um mein geliebtes Tristram zu schützen, muss ich mich in das Labyrinth begeben, um dort allein zu sterben. Na, verdammt. Stehe ich nur Fässer rum. Na doch, es hat gereicht für einen leichten Bonus. Ach, die Tür muss ich ja normal aufmachen. Die kann ich nicht kaputt schießen. Ich sind die anderen 20 Millionen Türen davor. Ja, die komischen Schüsse... Skelette mit ihren Abblockschilden. Also sie haben sogar Magie abgeblockt, aber halt nur irgendwie den ersten Schlag und dann war vorbei. Naja. Ich weiß gar nicht, was zaubert denn der Grab? Ja, ich sehe das gerade. Ja, ganz doll mächtige Gegner auf jeden Fall. Hä? Ach,
Verdammte Albtraumhaftigkeit. Das ist ja die standende Heldin, aber hat Angst. Das ist schon Grauen übermannt. Dauerfeuer. Lederwams des Fokus, achso. Das waren nur 18 Viecher, das kam mir irgendwie mehr vor. Also ob der Typ da sterben kann, weiß ich übrigens auch nicht. Ist mir auch noch nicht passiert. Wahrscheinlich, aber der nimmt auf jeden Fall Schaden. Der war schon mal relativ down. Aber bevor ich freiwillig sterbe und dann eventuell die Gegenstände oder Erfahrung verliere, war es mir das halt irgendwie nicht wert. So, ich glaube, diese Richtung, um das hier mal ein bisschen abzukürzen. Ach, guck mal hier, Kronleuchter. Gut, ich nehme übrigens keinen Schaden vom Kronleuchter. Oh, hallo. Achso, wenn ich mit der einen Armbrust schieße, mache ich 4 Schaden, mit der anderen mache ich 17. Also sollte ich immer mit der richtigen schießen. Ja, ich glaube, es gab noch ein sechstes Lachnadans Tagebuch, aber das werden wir jetzt wohl nicht finden, wenn ich hier so durchrenne. Naja. Ja, wenn man halt alle Gegner mitnimmt, dann hat man... Also es gibt ja auch Leute, die haben Diablo 2, die waren im ersten Akt schon Level 20. Level 20 war ich, glaube ich, am Ende vom zweiten Akt. Kurz vor Duriel. Ich bin Level 18 geworden, konnte mit meiner Zauberin damals Frostkegel. Oh, guck mal, ich habe jetzt neue einfangenden Schuss. Oh, toll. Jetzt kann ich hier, ihr trefft bis zu 4 Ziele. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich bleib trotzdem mal hierbei. Oh, neue Fähigkeiten für Jagd. Salto? Oh. All das, was ich sowieso schon die ganze Zeit mache, es kostet jetzt bloß Disziplin. Huh! Na gut, das geht ein bisschen weiter. Ich sollte mir eine Nahkampfwaffe besorgen, dann kann ich damit super ranspringen. An Gegner. Verdammt. Sterbt, ihr Viecher, ihr Garsten. Haha, verdammt, die können sich teleportieren. Oh, ich hab's tatsächlich mal geschafft, beide Blasen näher zu kriegen. Oh, okay. Welche monströse Kreatur jetzt genau? Massaker. Waren nur 10 Viecher? Hat der Zähler da zwischendurch mal abgebrochen. Das waren definitiv mehr als 10 Viecher. Kann ich hier... Ui. Naja, und wie ist das? Naja. Dauerfeuer, Ungeheuer. Yay. Na, ich glaube, hier bin ich sogar falsch, verdammt. So, die kommen. Sind komischen. Ach ja, guck mal, da haben wir doch noch einen Lachner dann, oder? Nee, okay, doch. Dann haben wir alle Texte gesehen. Waren doch mal 5. Sterb! Das ist auf jeden Fall der falsche Korridor drin. Ach ja, hier. Kennen wir schon. Mann, jetzt. Dann war's. Nach oben. Nach oben ist immer gut. 2:04 übrigens, wie man leicht sehen kann. Ich habe versucht zu zählen, wie viele wir getötet haben. Aber ich habe den Überblick verloren. Also um genau zu sein, haben wir eigentlich niemanden getötet, weil die alle schon tot waren. Also wir haben keinen einzigen Lebenden. Wir sind ja nicht mal einem Dämon begegnet, die ja eventuell unter die Kategorie lebend gefallen werden. Das sind ja alles nur Untote. Also einzig vielleicht der Schatzdämon, aber den habe ich vorhin alleine getötet. Also da kann von wir nicht die Rede sein. Was erinnert mich denn das? Oh. Die Unbegrabenen? Die sind ganz schön monströs. Hui! Ich weiß nicht, ob ich Unsichtbarkeit nicht irgendwie nützlicher finde. Aber gut, wenn er da vorne tankt, dann ist das ziemlich unnötig mit der Unsichtbarkeit. Vor allem jetzt, hier finde ich andauernd irgendwelche Schlagringe für den Mönch. Der würde sich wahrscheinlich wie ein Schnitzel darüber freuen, aber ich finde ja keine einzige Hand am Brust. Also bist du vielleicht die eine, die ich gefunden habe. Ich auch immer treffe.
Dauerfeuer. Leoric hat übrigens 2000 Lebenspunkte. Der war dann echt ein Problem, der Kollege. War das hier? Ich glaube auch nicht. Oh, es hat tatsächlich mal was getroffen damit. Ach nee, hier war nur so ein komischer Seitengang. Ganz seltsame Geschichte, habe ich mich letztes Mal schon drüber gewundert. Ah ja, die Levels sind definitiv immer gleich. Weil daran erinnere ich mich dann, diesen komischen Gang hier. Ja. Und noch einer. Ja, will er noch abblocken? Achso, ich hätte hier natürlich auch, naja. Ja, der macht übrigens unglaublich viel Schaden, der Kollege hier. Dann kann man doch irgendwie eine bessere Waffe in der Hand drücken, warte mal. Oh, ich hab nur minderwertige Lederhandschuhe, ne? Warte mal. Warte, wenn ich einen Dolch? Ich glaube, exzellente Wahl. Ja, genau. Nichts für mich. Achso, okay. Ach, Schilde kann er auch benutzen, aber ein besseres Schild haben wir da nicht irgendwas? Ne, haben wir nicht. Schade. Verdammt, ich glaube, hier bin ich auch falsch. Dauerfeuer, Ruckel. Wo kommen denn die ganz kleinen Wurme hier? Ah, da könnt ihr noch so viel blocken. Meiner geballten Feuerkraft hat nichts aus entgegenzusetzen. Hoffe ich zumindest. Ah, ist ja auch falsch, glaube ich. Verdammt. Oder ich renne hier im Kreis. Oh, ja, tue ich auch. Welch üble Magie ist das? Oh! Okay, das kenne ich noch gar nicht. Mal gucken, was da hier explodiert. Oha. Zack. Ich glaube, unsichtbar machen hätte es auch getan. Naja. Zack, komm nicht hier. Ach, unsichtbar machen kann ich mich auch noch. Und da geht die Horde down. Oh Mann. Ja, der Eingang wird hier aber. Ach doch, ich glaube, der war. Ach Mann, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist doch eigentlich nicht mal ein Tag her, wo ich das gespielt habe. Es war heute Morgen. Naja. War ja schon immer nur Orientierungsnied, wenn man ja weiß. Ja, okay, das war definitiv der falsche Weg. Herzlichen Glückwunsch, dass wir das auch nochmal festgehalten haben. Ich verstehe nicht, wie das Böse am helllichten Tage bestehen kann. Sollte es das Licht nicht fürchten? Wenn es wahrlich böse ist, ist ihm das egal. Aber Psst. Das Licht ist der Feind des Bösen, im übertragenen und wörtlichen Sinne. Tja. Ja, übrigens, ich hätte runtergehen müssen. So im Nachhinein. Verdammt. So, hier, königliche Krypta. Ab hier geht's denn ganz so schnell. Oh, 2 Uhr 8, da vielleicht Punkt 2 Uhr aufhören wollte. Naja. Ach, guck mal, hier haben wir nochmal einen Wegpunkt. Ich glaube, Leoric kann man nicht mehrfach umhauen. Wäre auch ein bisschen hohl, weil dann könnte man ja auch mehrfach Loot holen. Weil der lässt ja doch ein paar ganz gute Sachen fallen. Achso, warte mal, hier die. Verdammt. Es hätte mehr Zerstörung sein können, wenn ich mehr getroffen hätte. Ach ja. Leorics Schwert, da können wir uns das nochmal angucken. Haltet euch von ihm fern. Diese Bürde muss ich allein tragen. Möge der Tod euch Frieden schenken, Leoric. Verräter, selbst im Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. Tja, das war's. Mehr sind jetzt hier nicht zu sehen. Links und rechts gab's nichts. Außer vielleicht Erfahrungspunkte und ein paar Gegner. So, hallo Skelettkönig. Den kannst du komplett ignorieren, weil es ja ein Geist. Ja. Ja, ein bisschen fanatisch der Kollege halt. Ach so, die verdammten Säulen hätte ich vielleicht noch kaputt machen sollen. Naja. Das war ja noch so eine. Da kamen ja noch ziemlich viele Skelette raus, naja.
Oh, vor allem diese andere Säule war ja noch gar nicht aktiv. Naja. Oh, jetzt könnte es wirklich ein bisschen kritisch werden, ne? So, das ist auch dann hinüber. Na, ah, also hier könnte ich dann tatsächlich mal sterben, weil es doch relativ viele Skelette sind. Und ich hätte keine AOE-Zauber habe. Also außer das hier halt, aber das ist... Das ist kein richtiger AOE-Zauber, das ist eher so ein... Na, okay. Lass noch alle keine Heildinger fallen. Das ist echt ein Problem. Oh, Massaker. 27 Monster getötet, das bringt nur 22 EP-Bonus? Ein bisschen arm, muss ich sagen. Hätte ich jetzt mehr erwartet. Oder kommt es noch auf die Art der Monster an? Guck mal, 70 Lebenspunkte hatte so eine Säule. Naja. Ich hatte mehr erwartet. Ja, genau. Mehr noch. Waren ja zum Glück nicht genug, war. Oh, und zack, halt tot. Tot. Der andere Weg hätte übrigens nicht funktioniert. Ich wollte auch erst den anderen langlaufen, aber es ging nicht. Da war diese Treppe kaputt. Falls irgendjemand den Gedanken geäußert hätte. Tot. 5 Gold. Pfeife ich drauf. Ich renne hier durch. Ne, warte mal, ich glaube nach oben war es. Speicherpunkt? Ja, war es, genau. Ich bin froh, dass uns das Schicksal auf diesem Weg zusammengeführt hat. Ja, ja. Ihr kämpft sowohl mit Ehre als auch Leidenschaft. Ich weiß, dass in euch eine reine Seele brennen muss. Naja, hält sich so in Grenzen. Ihr werdet mich niemals besiegen. Doch, doch, werde ich. Ganz sicher. Ihr wurdet besiegt in dem Augenblick, in dem ihr euch dem Wahnsinn ergabt. Tötet die Zurückgekehrten. Ach so. Ah, hier steht ja scheiße. Mal müssen die Fähigkeiten nutzen, die mir die Klasse hier bietet. Oh. Oh. Oh, dann kommen wir auch schon zum Endfight. Also, Leoric ist ein bisschen nervig, aber. Weil er 2000 Lebenspunkte hat, das dauert echt lange, den zu töten. Warte mal. Ach, verdammt! Wie ist er zurücksetzt, der scheiß Timer? Naja. Und da ist der Skelettkönig mit seiner scheiß Krone. Zack. Oh, komm zu dir, Kollege. Ach, Mann. Kann ich ja endlich auf ihn schießen hier. Ah, jetzt. Oder? War noch nicht. Jetzt. Der wahnsinnige König von Tristram. Ja, 2000 Lebenspunkte ist natürlich echt ein bisschen unspaßig. Oh, Templer stirbt gerade. Ach so, muss sich rumzaubern, konnte er auch noch, fällt mir gerade ein. Ja, das war mit AOE-Zaubern halt echt einfacher. Ui. Weil dann kommt man halt einfach wegspringen. Also nicht wegspringen, das kann ich jetzt, aber... Ach so, warte mal jetzt. Ich fühle mich gestärkt. Oh, Templer ist tot. Okay, er kann sterben. Aber dadurch, dass hier halt so viele kleines Miniaturkropfzeug rumsteht, kann man sich halt ohne Probleme heilen. Ich weiß nicht, ob das beschränkt ist. Letztes Mal habe ich mal alles umbieten können. Oh! Ach, dann blieb sich ja von alleine wieder der Templer. Das ist ja einfach dann. Wo ist denn Leoric jetzt hin? Ach, da hinten. Ja, mit einer Salve kriege ich... Ah, 500 Lebenspunkte kriege ich runter. Dann ist die Munition alle. Muss ich aufladen.
Vergessener Soldat? Oh, die Armen. Vergessen werden ist schon schlimm. Ja, mit der Magierin war eigentlich fast schwerer umzuliegen, wenn man da... Da konnte man nämlich schlecht... Tschüss! Tschüss! Ich glaube, von ihm schlagen lassen ist nicht so cool, aber... Passiert ja eher selten. Tja, ich bin nicht mehr da. Oh, verdammt, jetzt hätte ich mich doch schlagen lassen. Mach ich denn sowas? Hä? Ach, der Templer ist zum dritten Mal wieder hier. Ach, wie schön. Tja, jetzt bin ich da, jetzt bin ich weg. Naja. Oh, ich werd gehauen. Aua. Boah, der Templer geht zum dritten Mal down? Nee, doch nicht. Aber gleich, wenn ich mich nicht heile. Für Schaden hat der Rad gemacht. Tja. Schlimm, wenn der Gegner die da ist, wo man von ihm erwartet, wa? Zack. Naja, Leorg hat noch 400 Lebenspunkte. Wenn er jetzt irgendwann mal in meiner Nähe treten würde, könnte ich mit einer Salbe. Naja, könnte ich ihn mit einer Salbe erledigen, wenn ich rankommen würde. Oh. Jetzt trinke ich doch mal einen Trank, einfach nur um es mir einfacher zu machen. So, jetzt aber hier. Komm. Nein! Ah, komm, 100 Lebenspunkte, die kann ich auch im Nahkampf platt machen. Doch nicht. Hey, wo ist er denn jetzt hin? Jorik? Ah, der kommt ran. Sehr gut. Na, jetzt trifft das wieder nicht. Na, kommt der doch gar nichts mehr. Und da geht er down. Ah, guck mal, ein Kurzbogen lässt da fallen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Beta von Diablo 3 abgeschlossen. Ja, ganz toll, oder? So. Ja, man kann dann übrigens noch weiterspielen, aber es bringt dann halt nichts mehr. Also, naja, so richtig sinnig ist es nicht mehr. Kann halt noch auf Level 13 kommen, also ich bin jetzt gerade mal Level 9. Also letztes Mal war ich immerhin zumindest schon Level 10. So, jetzt habe ich hier eine magische Armbrust, die macht weniger Schaden. Magische Stiefel, nee. Ja, den Bogen. Dieser Gegenstand kann erst angelegt werden, nachdem er identifiziert wurde. Ja. Und dann kommt mir wieder das große Problem auf. Ich habe keine Ahnung, wie man Sachen identifiziert. Also entweder das geht in der Beta einfach nicht oder ich kann nicht. Ich weiß es nicht. Naja. Und damit ist die Beta durchgespielt. Das hat gerade mal anderthalb Stunden gedauert. Auf Flash 2. Naja, egal. Naja. Das war's so ziemlich.